Es geht los. Wir begrüßen ganz recht herzlich André Spang aus Köln, der die folgende Session mit uns macht zum Thema Schule 2.0, iPad, Cloud und OER, was diese ganzen englischen Begriffe sind und was André Spang so macht, das soll er am besten selber erklären. Ich übergebe an dich und setze mich gleich in die erste Reihe, dann kann ich auch noch die Moderation im Laufe des Workshops übernehmen. Vielen Dank, dass du dabei bist und jetzt hier live mit auf dem Bernhäuser Forst. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Köln. In Köln scheint die Sonne. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Und ich versuche jetzt mal, unsere ganze Technik hier umzuschalten. Habe eine kleine Präsentation erstmal vorbereitet. Und die würde ich euch jetzt mal zeigen. Und die fasst so zusammen, was wir an unserer Schule hier in Köln im Bereich mobiles Lernen machen. Ja. Müsste man jetzt sehen. Sieht so aus. Und ja, da geht es also um mehrere Felder. Sieht man ja auch. Erstmal Schule trifft auf Internet. Dann die Rolle des Lehrers in der Zeit der digitalen Wissensgesellschaft um das mobile Lernen. Und dann habe ich auch mal für uns als Schule Ziele aufgeschrieben, an denen wir arbeiten. Und auch ein paar Aufgaben, Tasks, die da so kurz vorm Abgrund stehen. Kann man das sehen? Ja, Ja, top. super. Okay. Ich glaube, ich muss den Ton jetzt doch mal ausmachen. Mache ich mal aus. So. Zu meiner Person. Name ist André Spang, komme aus Köln. Ich unterrichte am Kaiser-Augusta-Gymnasium. Das ist ein Gymnasium in der Kölner Innenstadt. Und da unterrichte ich mit den Fächern Musik und Religion. Ich habe den Spitznamen iPad-Lehrer weg, weil ich dieses Tablet einsetze im Unterricht mittlerweile ausschließlich und auch gar keine Hefte mehr dabei habe oder Bücher. Und bei Twitter findet man mich unter Tastenspieler. Ja, als E-Learner habe ich einen Twitter-Account und finde das sehr hilfreich. Schule trifft auf Internet. Was bedeutet das? Ich habe erstmal ein paar Fakten zusammengestellt. Dabei stütze ich mich auf den New Media, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. New Media Consortium, das ist eine Gesellschaft von unabhängigen Experten, die beschäftigen sich mit Bildungstechnologien und die erstellen jährlich einen Report, den sogenannten Horizon Report. Und der letzte Report nennt uns drei Zeitfenster, in denen sich Bildungstechnologien in Bildungsbereichen Forschung, Lehre und Lernanalyse durchsetzen. Der erste Bereich ist das mobile Computing und die dazugehörigen Anwendungen. Der zweite Bereich ist das sogenannte spielbasierte Lernen, gamebasiert, also soziale Interaktion durch Spiele. Und die Analyse von Lernprozessen und der dritte Bereich, das gestenbasierte Computing und das Internet der Dinge, hat man auch schon mal gehört, wo also die wirkliche und die reale Welt quasi zusammen verschmelzen. Ja, dieser freundliche Herr sagt uns, dass der Report uns für diese drei Zeitfenster eine Spanne von 1 bis 5 Jahren nennt, in denen die sich durchsetzen. Das Mobile Computing ist mit einem Jahr angegeben. In Amerika, wo der Report auch herkommt, sind die schon ein bisschen weiter, aber man merkt auch bei uns tut sich da vieles. Hier noch eine weitere Zahl, finde ich sehr beeindruckend. Da geht es um Datenmengen. 1,8 Zettabyte an Daten sind im Internet 2011 verfügbar gewesen. Da ich kein Informatiker bin, habe ich ein schönes Bild gefunden. Und da ich iPad-Lehrer bin, ist das hier die Datenmenge in iPads dargestellt. Wir haben also 57,5 Milliarden iPads mit 32 Gigabyte Speicher und die könnten diese Daten halten. Das ist ein Riesenberg, 25 Mal so hoch wie der Berg hier. Und das Spannende daran ist, dass im Jahr 2020 sich diese Menge an Informationen alle 15 Minuten verdoppeln. 2020 ist das Jahr, in dem die sogenannten Digital Natives ins Berufsleben kommen und die müssen dann mit diesen Daten umgehen. Jetzt wird der eine sagen, ja, das ist ja sowieso fast nur Müll. Aber bei so viel Müll ist auf jeden Fall auch vieles Gutes dabei. Das muss man aber erstmal finden können. Ja, was bedeutet das für uns als Lehrer? Ist natürlich die spannende Frage.
Ich denke mal, das Wichtigste steht da unten, Faktenkompetenzen. Das heißt also, Fakten vermitteln bringt bei dieser Datenmenge eigentlich relativ wenig, die man durch Mobilgeräte ja überall abgreifen kann. Es geht also um was anderes. Aber in der Schule sieht es tatsächlich noch so aus, das wirkliche Leben draußen mit den Netzwerken und den verfügbaren Daten wird in der Schule ausgeblendet oder durch die Hausordnung bewusst verboten. Die Schüler sind allerdings, wie diese Zahlen zeigen, alle online. 98% sieht man, dieser rote Balken. Tendenz steigend. Und ich habe auch irgendwo gelesen, die Schulnoten sind ihnen zwar noch ein bisschen wichtiger als der Online-Anschluss vom Papa, aber es sind nur noch ein paar Prozent, die nähern sich also an bei 86 und 92% liegt das ungefähr. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, es geht also darum, die Lehrerrolle muss sich wandeln, die Rolle des Lernenden auch. Es geht um das Team und es geht vor allem darum, um das Individuelle, dass jeder seine Stärken einbringen kann. Und es keinen explizit Experten mehr gibt, der das alleinige Faktenwissen hat. Ja, die drei Schlagworte, finde ich, treffen es ganz gut. Explore, also das heißt, die ganzen Datenwurst irgendwo erforschen, daraus etwas machen und das mit anderen teilen. Das hier ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das habe ich auf YouTube gesehen. Das war in einer Rede von einem Präsident der Berkeley University. Da gibt es auch ein ganz schönes Video zu, das kann ich nur empfehlen. Und ich finde, je mehr ich darüber nachdenke, ist es eigentlich so, wie ich arbeiten möchte. Ja, jetzt kommen wir zur Schule, was wir so tun. Mobiles Lernen steht da groß oben drüber. Und da seht ihr alle Felder, auf denen wir so arbeiten. Im Zentrum steht das mobile Lernen mit mobilen Endgeräten, also unser Projekt mit den iPads, aber auch Social Media und auch das Textbuch und was sich daraus ergibt als Lernmaterial. Und ein weiteres Schlagwort, was ich auch noch beleuchten werde, sind die offenen Bildungsmaterialien, die sogenannten OER. Gehen wir zunächst mal zum Projekt mobile Endgeräte, dem iPad-Projekt an unserer Schule. Das haben wir seit 1,5 Jahren, Entschuldigung, an unserer Schule und wir haben also insgesamt 30 dieser Tablets im Einsatz. Unsere Schule ist eine ganz normale Schule in der Kölner Innenstadt mit ganz gemischter Schülerschaft. Wir haben 1000 Schüler und ungefähr 70 Kollegen und diese 30 iPads, die können also über einen Doodle ausgeliehen werden, das heißt, sie sind nicht personalisiert. Man kann also überlegen, ich möchte die in Stunde X nutzen und dann kann man die reservieren und dann hat man die Geräte zur Verfügung. Es sind aufgeteilt sind in drei Rollkoffer, A10 Geräte. Plus WLAN-Station und man kann die einfach in den Klassenraum reinrollen, steckt die WLAN-Station ein. Bei uns ist die komplette Schule über Kabel vernetzt und dann sind die Geräte nach der Begrüßung sozusagen online und man kann damit direkt loslegen. Dann kann man es auch splitten, ist eigentlich ganz gut. Das heißt also, man könnte also auch nur 10 benutzen und dann Gruppenarbeit nehmen. Wenn man eine Klasse hat mit 30 Schülern, könnte man also immer 3 mit einem iPad zusammenarbeiten lassen und dann noch andere Materialien einsetzen, also ganz gemischtes Materialien vorhaben. Und dann haben wir natürlich Standard-Apps im Einsatz. Hier sieht man so ein Homescreen, das ist recht voll mit vielen Apps. Auf dem nächsten Bild sieht man 3 Apps, die wir ja, in vielen Fächern nutzen. Das ist erstmal zur Textverarbeitung das Programm Pages, dann um Tabellen zu erstellen, das Programm Numbers und um Präsentationen zu erstellen, das Programm Keynote. Das sind wirklich Standardanwendungen, aber man muss ja auch immer eine Brücke bauen. Viele Kollegen für die ist es schon mutig, erstmal so ein Gerät einzusetzen und dann sind die ganz froh, wenn sie da Anwendungen nutzen können, die sie kennen und dann können die Schüler zum Beispiel mit Keynote einen Arbeitsauftrag in einer Doppelstunde als Präsentation aufarbeiten und am Ende der Doppelstunde dann auch vor der Klasse direkt vom Gerät aus über Beamer vorstellen.
Ja, dann haben wir natürlich auch Apps, um Produkte zu erstellen. Jetzt hier oben sehen wir zweigeteilt, oben das GarageBand, damit kann man Musik produzieren, haben wir auch gemacht in einem Projektkurs, da haben also 16 Schüler über die Dauer von einem Jahr insgesamt 50 Songs erstellt und auch veröffentlicht. Oder iMovie, das ist ein vollwertiges Programm, um Videos zu produzieren, zu schneiden, zu filmen und mit Ton und Sprache zu unterlegen, kann man alles komplett auf dem iPad machen, braucht kein zusätzliches Gerät und es ist auch sehr simpel, also ich setze das zum Beispiel in Klasse 5 sehr gerne ein, die da komplette Filme alleine machen, ohne dass ich ihnen groß was zeigen muss. Die beiden Programme sind auch verzahnt, das heißt also, könnte zum Beispiel eine Gruppe die Musik machen mit GarageBand, die andere mit iMovie den Film filmen und die dritte mit Pages die Texte aufschreiben und dann nachsynchronisieren. Da wäre also für jeden was dabei. Natürlich nutzen wir auch Materialien, die es im Netz schon gibt. Hier ist ein Beispiel iTunes U. Da gibt es also sehr viele, sehr hochwertige, kostenlose Materialien, die man einfach auf die Geräte laden kann. Hier jetzt Beispiele von Universitäten, aber gibt es immer mehr und natürlich vor allem für den Fremdsprachenbereich sehr interessant. Das Schöne daran ist, dass man als Lehrer auch selber diese Materialien erstellen kann und dann über iTunes U als Kurse auf die iPads übertragen kann. Das sind dann auch gemischte Medien möglich. Das heißt, man kann also Video, Audio, Texte, Bilder, Weblinks in diese Materialien integrieren, auch Schülerarbeiten wieder damit zutun und die Schüler können damit arbeiten, Notizen machen, die können das benutzen wie ein interaktives Buch. Ja, das ist auch noch ein Beispiel für freie Materialien von der Khan Akademie, hat man vielleicht auch schon mal gehört, da geht es vor allem um Mathematik und ich glaube auch um Rechtswissenschaften und Geografie ist da drin oder Geschichte, ich weiß es jetzt nicht. Das hier ist auf jeden Fall Mathematik und das funktioniert auch sehr gut. Ich mache es auch selbst oft zu Hause privat mit meinem Sohn, der lernt damit und hat große Fortschritte. Und ja, das ist vor allem natürlich jetzt für die Mathe-Kollegen interessant. Freie Materialien zu allen Themen in höchster Güte als Videos. Hier sieht man nochmal auf dem Bild ganz schön, wie die Schüler arbeiten in gemischten Formen. Das heißt, das sieht man in iPad, man sieht die Hefte und die Stifte und man sieht auch, wie die Geräte integriert sind, nicht irgendwo Bildschirme zwischen den Schülern stehen und natürlich auch hochmobil sind. Hier schreiben die Schüler, gerade sieht man auf dem ersten iPad, Wiki-Einträge und da sind wir, glaube ich, dran, einen Film zu erstellen, genau, der Film heißt Kirchen in Köln. Da waren wir also dann erstmal im Klassenraum, haben das vorbereitet. Die Schüler haben Wiki-Einträge über 10 Kirchen im Umkreis der Schule erstellt. Dann haben sie geguckt, wo die liegen mit Google Maps und haben eine Marschroute festgelegt. Und dann sind wir losgegangen mit den iPads, haben die Kirchen gefilmt, haben Leute interviewt und auch Innenaufnahmen gemacht. Und dann haben wir in 10 Gruppen das aufbereitet, zu 10 Kurzfilmen und die haben wir dann auf den Laptop geschickt und da zu einem Film, der ist glaube ich 12 Minuten lang zusammengeschnitten und auf YouTube hochgeladen. Da sieht man nochmal die Koffer, von denen ich vorhin gesprochen habe, mit den 10 iPads pro Koffer plus Laptop, um ja, zum Beispiel Materialien zu sichern oder weiter zu bearbeiten. Und hinten in dem hinteren sieht man auch so eine weiße WLAN-Station stecken, die man dann einfach im Klassenraum aufstellt. Ja, kommen wir nochmal zurück zu dem ursprünglichen Gedanken. Wie teilen wir das mit den iPads? Jetzt haben Sie ja gehört oder habt ihr gehört, die sind nicht personalisiert. Da sind also die Materialien drauf. Das ist für uns nicht so ein Problem. Wir teilen die über Plattformen. Jetzt kommt erstmal eine Plattform, die nutzen wir rein informell, um Schüler kurzfristig zu erreichen. Eine weitere Plattform, die nutzen wir komplett offen als parallelen Nachrichtenstrom im Unterricht, sogenannte Twitter-Walls. Ihr habt auch vorhin gesehen, auf dem iPad ist auch die Twitter-App drauf. Man kann also direkt vom iPad los twittern, ohne dass man sich anmelden muss. Aber die wichtigsten Plattformen sind Blogs, die wir also für einzelne Lerngruppen haben. Hier sieht man einen Blog,
meines Rallye-Kurses in 9, wo die Schüler dann drauf posten können und kommentieren können. Und der Hauptmotor unserer Arbeit ist ein Wiki auf der Open-Source-Software MediaWiki, die man ja auch von Wikipedia kennt. Und das sieht auch so aus wie Wikipedia, also eine ganz normale Wiki-Seite. Ich kann es jetzt hier leider nicht groß zoomen. Da sieht man die einzelnen Fachportale, Erdkunde, Musik, Mathematik und so weiter. Dann sieht man auch ausgewählte Artikel der Woche und man sieht auch einzelne Klassenseiten, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2. Unter der Haube ist ja so ein Wiki komplett vernetzt, das heißt, alle Klassen arbeiten miteinander verbunden. Das finde ich total spannend, dass dann auch jetzt eine Klasse 5 an Texten der Oberstufe schreiben kann und umgekehrt. Wie soll das funktionieren? Also Beispiel, ich habe in Musikinstrumentenkunde in der 5, dann erklären die Kinder das Klavier und in der 12 haben die ein Klavierkonzert, wo das Wort Klavier vorkommt, dann sage ich denen, dann setzt das Klavier in doppelteckige Klammern und dann sehen die, oh Wunder, das ist ja erklärt und fragen mich, wer hat das erklärt? Dann sage ich, ja, das war die Klasse 5. Da sind die erstmal recht ungläubig, aber sie merken, dass es tatsächlich geht und man mit Großen und Kleinen zusammenarbeiten kann und sich nicht nur auf dem Schulhof ärgern kann. Hier sieht man eine Klassenseite. Das ist auch super praktisch. Man kann also die Inhalte, die man im Unterricht macht, von den Schülern einfach mitprotokollieren lassen, direkt live auf das Wiki und auch, wenn man ein Smartphone hat oder mit einem iPad, einfach kurze Beispiele, da haben wir jetzt das Schlagzeug durchgenommen mit Filmen und direkt hochladen, dann haben die das direkt zu Hause und können das nochmal ganz gut rekapitulieren, was man im Unterricht gemacht hat. Darauf legen wir auch Aufgaben ab. Tafelbilder werden fotografiert, hier unten sieht man die Aufgaben, die schreibe ich dann rauf und die Schüler schreiben ihre Antworten direkt unten drunter. Jetzt wird dann natürlich gleich man denken, was soll das überhaupt, dann macht es einer und die anderen können es lesen. Klar, wenn man aber die Aufgabe gibt, die Sachen zu kontrollieren und zu kommentieren, dann haben doch wieder alle was zu tun und man kann ja auch abverlangen, es müssen mindestens 10 verschiedene Antworten da stehen und die müssen auch unterschiedlich sein. Einer als Text, einer als Interview, einer als kurzen Film oder einer hat den Rhythmus gespielt. Also da, wenn man da ein bisschen kreativ ist, kann man das Ganze öffnen und die Schüler haben viel Freude daran und müssen sich wirklich in den Lernstoff reinknien. Hier sieht man ein Beispiel Klasse 7, die haben also einen Stadtführer über Köln erstellt in Französisch. Die Aufgabe war einfach nur, erstelle einen Stadtführer, suche dir irgendwelche Sehenswürdigkeiten raus und erkläre die, suche Bilder auf Wikimedia Commons frei verfügbar, die du da hochladen kannst und lies 2 Beiträge von deinen Klassenkameraden, kontrolle und kommentiere und erstelle dann eine Wörterdatenbank mit unbekannten Vokabeln. Das hat hervorragend geklappt. Eine Schülerin, also das hat eine Kollegin gemacht, hat gesagt, dadurch haben wir viel genauer gearbeitet, weil wir wussten, dass das ja öffentlich ist. Also das habe ich auch vorhin, glaube ich, noch vergessen. Unser Wiki ist öffentlich, kann man sich einfach angucken, ohne dass man da irgendwie sich einloggen muss. Und es hat auch mehr Bedeutung für uns, wenn wir wissen, dass das auch irgendwo jemand mitbekommt und es nicht nur im Heft steht. Das ist sehr schön geworden. Natürlich ist so ein Text nicht komplett fehlerfrei. Da muss man auch erstmal mit umgehen als Lehrer. Aber wenn man was ins Heft schreiben lässt, ist es natürlich auch nicht immer fehlerfrei. Und so ist vielleicht noch die Chance, dass es gegenseitig verbessert wird. Ja, dann noch ein paar Zahlen zu unserem Wiki. Das sind schon ein bisschen veraltet jetzt, aber es sind um die 3000 Seiten im Wiki, um die 30.000 Bearbeitungen und fast alle Schüler, wir haben 1000, sind angemeldet, 1 Million Aufrufe, das finden die Schüler immer ganz spannend, das fragen die ja immer zuerst, wie viele Klicks hat unser YouTube-Video? Also 1 Million Klicks auf dem Wiki und es ist eine offene Bildungsplattform, wenn man so will, denn man kann sich ja da Materialien und Unterrichtsideen runterholen. Ganz toll finde ich, dass die Stadt Köln sich mutig zeigt und so ein Wiki für alle Schulen anbieten will. So sieht der Prototyp aus. Der wird jetzt im Oktober online gehen
Und dann können sich alle Kölner Schulen darauf anmelden und man kann dann mit Grundschulen, Gymnasien, Hauptschulen, Berufsschulen zusammenarbeiten. Das wird bestimmt sehr spannend. Das ist auch geschickt programmiert, dieses Wiki, dass man über Kategorien dann doch eine Trennung hinkriegt, was hat welche Schule gemacht, aber über die Fachportale sind natürlich alle vermischt. Ich denke, das ist für die Schulen wichtig, dass sie doch noch ein bisschen separat sehen können und nicht alles irgendwo so kreuz und quer geht, aber der Grundgedanke des Zusammenarbeitens bleibt auf jeden Fall erhalten und es kriegt nicht jede Schule ein extra Wiki. Jetzt kommen wir zum Textbook. Wie sieht's aus mit den Büchern in Zukunft? Die werden eine Rakete. Also man sieht hier mal, wie man sich das vorstellen könnte. Das Textbuch wird Quizzes erhalten, wo man sich direkt testen kann. Es wird animierte Inhalte haben, Audio, Video, es werden Spiele da drin sein. Also Game-Based Learning haben wir ja vorhin auch gehört in dem Horizon Report. Es werden interaktive Zeitleisten drin sein, das ist natürlich vor allem, wenn man geschichtliche Sachen macht, sehr gut. Es werden Study Groups sein, das heißt, die Schüler können sich selber zusammenfassen zu Gruppen und können dann darin lernen, Lerngruppen. Und es wird natürlich auch ganz viel Text drin sein, ist klar, sonst wäre es ja kein Textbuch. Das ist allerdings so eine Vision, ich denke aber, vieles davon ist plausibel. Die Schulbuchverlage sind ja auch schon ein bisschen unterwegs und haben versucht, so ein Projekt hier zu starten. Allerdings haben sie noch ein bisschen Probleme. Ich war gestern nochmal auf der Seite, da steht also, der Start ist leider noch verschoben, aber wird in Kürze kommen und dann kann man sich Freischalt kurz hier besorgen und kann als Lehrer dann diese Bücher zumindest mal als Enhanced PDF dann nutzen. Das hier ist eine Plattform speziell für die Lehrenden, leider nur, aber immerhin, wo die Lehrenden sich Unterrichtsmaterialien ja, über eine Flatrate, monatliche Flatrate dann kaufen können. Es sind, wenn man da unten guckt, Rabe, Friedrich, doch schon ganz gute Verlage vertreten und die Materialien kennt man auch. Und das Schöne daran ist, man muss jetzt nicht ein einzelnes Buch oder Ordner kaufen, sondern über die Flatrate hat man alle Materialien in Zugriff und die Plattform soll dann auch irgendwann offen werden, dass man die Materialien verändern und teilen kann. Allerdings nur innerhalb der Plattform. Aber man sieht, da passiert schon mal was. Jetzt habt ihr vorhin gesehen, was wir auf unserem Wiki machen. Wir haben natürlich gedacht, diese Inhalte auf dem Wiki könnte man ja dann auch in so einem E-Book zusammenfassen. Das heißt also einfach die besten Artikel, da gab es ja auch so eine Seite, Artikel der Woche, dann ausgewählt und dann in so ein E-Book gegossen und das kann man dann wieder auf die Tablets übertragen. Das ist auch interaktiv, da sind also Videos dann natürlich drin und auch die Quizzes sind da schon drin. Und ihr seht auch, da sind jetzt schon mal einige Fächer vertreten. Insgesamt sind es, glaube ich, 60 oder 70 Seiten. Ist auch ein bisschen eingeschlafen vor den Sommerferien, haben wir nicht mehr so viel dran gemacht, aber jetzt werden wir da wieder rangehen. Und das war ja die Seite, die man vorhin auf dem Wiki gesehen hat, diese Französisch-Reiseführer für Köln, der jetzt in diesem E-Book dann drin ist. Und da kann man ganz normal durch die Seiten blättern, kann sich Notizen machen, markieren, Karteikarten anlegen und so weiter. Open Educational Resources ist auch gefallen. Da gibt es ja einige Initiativen. Zunächst mal habe ich hier zwei Beispiele aus dem Ausland. Also erstmal das technikaffine Korea, Südkorea, das will in 2015 alle Schulbücher digital vorliegen haben. Oder in Polen, da hat man den Aufschlag gemacht und will die Schulbücher, ich glaube, es war die Klasse 5 bis 7 zunächst mal, als Creative Commons zur Verfügung stellen. Das heißt frei nutzbar, veränderbar, kostenlos und ja, für alle. Aber in Deutschland gibt es auch zurzeit viele Diskussionen und auch Aktionen in dem Bereich. Es gibt ein White Paper, das kann ich euch nur empfehlen, dass das mal ganz zusammenfasst. Was bedeutet das eigentlich überhaupt? Was muss ich beachten, wenn ich selber solche Materialien zur Verfügung stellen will? White Paper OER, da müsste man das eigentlich finden bei Google oder man guckt sich die Prezi hier nochmal durch und schreibt den Link ab. Und dazu gab es auch bereits ein Camp. Ja, das waren so die Felder,
die wir so abgrasen an der Schule. Wandel der Lehrerrolle, mobiles Lernen mit Tablets und sozialen Netzen, Textbuch und Selbsterstellung eines solchen. Und jetzt nochmal zu unseren Zielen. Bei uns geht es, wie gesagt, nicht um Fakten, sondern um Kompetenzen und speziell um Medienkompetenzen, das heißt um kritische und produktive Auseinandersetzung mit denselben. Dem einhergeht ein Mediencurriculum, was wir an der Schule erstellen bzw. schon haben und weiterentwickeln. Ein Modell Medienscout, was wir den Schülern auf die Reihe bekommen wollen, dass die Schüler also Modelle entwickeln, wie sie anderen Schülern in den Bereichen weiterhelfen können, Anleitungen geben, wie nutze ich ein Wiki, aber auch auf was muss ich achten, wenn ich mich im Internet bewege. Kommunikation 2.0, das ist ein dickes Brett, vor allem fürs Kollegium, das natürlich hauptsächlich über E-Mail kommuniziert. Und eben digitale Lernmaterialien, die ja ganz wichtig sind für uns, wenn wir mit mobilen Geräten arbeiten wollen und dann aber immer noch den Bücherstapel daneben haben. Ja, schönes Bild habe ich gefunden im Internet. Vielleicht nochmal so, auf was man auch achten muss natürlich, denn was ich jetzt so vorgestellt habe, hört sich alles ganz toll an, aber es gibt natürlich auch ein paar Ecken, das viel zitiertes Cybermobbing darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren. Das geht aber ganz gut einher mit dem Medienscout-Modell, wo man die Schüler da sensibilisieren kann und auch einfach mit ihnen sprechen kann. Wichtig ist sowieso, dass man, egal was man macht, Schüler nicht alleine lässt und ernst nimmt, und dann kann man vielleicht auch Gefahren oder irgendwelche Querelen daraus hören. Qualifizierung ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich glaube, es bringt überhaupt nichts, wenn man irgendwelche Geräte irgendwo hinstellt, sondern man muss die Lehrer, aber auch die Lerner qualifizieren, denn die können zwar YouTube-Videos gucken, aber kreativ und produktiv mit den digitalen Materialien umgehen können sie noch lange nicht. Individualisierung, das heißt also, dass wir kommen ja immer wieder zurück zur Wandel der Lehrerrolle. Im Prinzip ist der Lehrer ja erstmal raus, der gibt einen kleinen Input und dann muss er die Schüler loslassen und die müssen selber in die Puschen kommen. Lizenzmodelle, ganz wichtig, wenn wir über offene Materialien sprechen. Aber auch natürlich, wenn wir Materialien erstellen, da müssen wir auch wissen, was wir tun. Datenschutz ist auch eine Geschichte, wenn wir auf dem Wiki arbeiten, ist das natürlich wichtig, auch wenn wir mit Tablets arbeiten, die nicht personalisiert sind, ist es wichtig, weil die Schüler erstellen ja Materialien darauf, und natürlich muss das Ganze auch reflektiert werden, evaluiert werden. Das sind so unsere Aufgaben, die wir uns gestapelt haben. Ja, das war es, was ich loswerden wollte. Ich glaube, ich habe doch länger gebraucht, aber so ist das. Und jetzt stelle ich mal meine Lautsprecher wieder ein und gehe mal wieder auf Sendung. Da bin ich. Jawohl, vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die echt vielseitige Einführung, OER, iPad-Klassen, Wiki-Benutzung, digitales Schulbuch, da waren jetzt viele Themen dabei. Wir haben auch zwei Leute jetzt online hier mit im Hangout, Astrid Christofori und Marcel Spietau haben sich mit eingeloggt und es sind auch hier im Plenum noch ein paar dazugekommen. Von dem her würde ich die nächste Viertelstunde, die wir in dieser Session haben, einfach auch dazu nutzen, jetzt Rückfragen zu stellen und nochmal, dass ihr mit euren Interessen oder Ideen und Anmerkungen hier vorkommt. Die im Plenum hier sind, können hier einfach vortreten und hier an die Kamera stehen und noch eine Frage stellen. Und auch ihr, die ja online euch eingeloggt habt, könnt natürlich auch jetzt nochmal in den Dialog treten. Wie sieht's aus? Ja. Ich glaube, man muss sich hier hinknien, oder? Ja, los geht's. Also, hallo. Hallo. Wahrscheinlich wissen Sie auch schon von dem Projekt hier in Baden-Württemberg. Komisch, dass das kommt jetzt spiegelverkehrt. Ne? Ja, ja. Mannheim testet Tablets im Unterricht. Ja, ja. Da hast du auch schon, eine Stellungnahme dazu gemacht, oder? Zu diesem Artikel, zu dem Blog?
Ja, ich habe das auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, ich habe da auch einen Kommentar reingeschrieben. Ja, genau. Ja. Also interessant ist an dieser Ecke, finde ich, ihr habt einen Klassensatz von 30 Tablets, habe ich richtig verstanden? Genau. Ja, Ja, und im Klassensatz, also wir haben einfach einen Satz von 30, der von jeder beliebigen Lerngruppe ausgeliehen werden kann. Da du wir bist. maximal 30 Schüler in der Klasse haben, können wir also eine Klasse versorgen damit komplett, ja. Okay, und die nehmen das mit nach Hause? Nee, das sind Präsenzgeräte, die stehen bei uns Okay. in der Schule. Okay. Also ich meine, wahrscheinlich macht es dann auch noch mehr Sinn, wenn das wirklich iPads in Schülerhand sind. Ja, natürlich macht viel mehr Sinn, wenn die Schüler die immer dabei haben. Allerdings haben wir bis heute so ein Modell noch nicht installieren können. Wir haben das schon einmal versucht, wurde aber von den Kollegen zunächst noch nicht gesehen. Wir sind aber ganz zufrieden mit dem, was wir jetzt haben. Und es wird jetzt auch in Köln von der Stadt eine Option geben, dass man so eine 1-1-Lösung dann finanzieren kann. Und vielleicht klappt es ja dann, dass wir dann eine Komplettversorgung zumindest mal für eine Klasse auf die Reihe kriegen. Aber durch unsere Lernplattform ist das eigentlich gar nicht so ein Drama, da wir ja dann die Inhalte, ob mit oder ohne Gerät, zur Verfügung haben. Nur wenn man jetzt spezialisiert mit Apps arbeitet, dann geht es natürlich nicht. Dann müsste man einfach das so gestalten, dass man dann die Sachen zu Hause machen kann, auch ohne Gerät, dann im Unterricht wieder mit der App weiterarbeitet. Ich würde gerne noch mal gern wissen, wenn man das wirklich in die Schülerhand gibt, dann muss ja auch die Apps eigentlich auch alle auf diesen iPads drauf sein. Ob das bei Apple immer noch so ist, dass die nur individualisierte Lizenzen verkaufen, das wird dann wahrscheinlich auch richtig teuer, ne? Also ich meine, für eine Schule im Bildungsbereich so eine ganze Schule damit auszustatten, das ist, ich weiß nicht, ob das die Politik von Apple ist, ob sich da schon was getan hat. Na, es gibt jetzt seit einigen Wochen oder vielleicht auch Monaten, also zumindest mal seit geraumer Zeit, gibt es genau in Amerika diese Mehrfachlizenzmodell von Apple. Ich Gibt es weiß die schon in jetzt. Deutschland? Wie bitte? Gibt es die schon in Deutschland? Ja, die gibt es in Deutschland. Also, die gab es ja nur in Amerika und da wurde das ja in Apple noch so ein bisschen geduldet, dass man dann einen Account hat und dann die Geräte da mit einem Account bestückt. Aber jetzt gibt es diese Mehrfachlizenzen und ja, das funktioniert auch. Da kriegt man dann eine Nummer und dadurch sind die Apps dann billiger. Allerdings sind die dann ja wirklich nur ein bisschen vergünstigt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie 100 Mal eine App holt, dann geht es doch ins Geld. Es gibt einen, der hat die Woche auch drüber geblockt, ja, der Ulf Blanke, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Nee. Dann jetzt Ulf Blanke, den kannst du auch bei Google finden dann und der hat auch eine iPad-Klasse, irgendwo in Niedersachsen ist es, glaube ich. Und der hat jetzt in der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen seine iPads alle mit solchen Mehrfachlizenzen bestückt. Das heißt also, es funktioniert und er hat auch geschrieben, glaube ich, wie das geht. Danke. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Ton hier ist von unseren Online-Leuten. Ihr könnt uns gut hören. Wollt ihr auch selber eine Frage stellen? Nö? Dann gebe ich nochmal ins Plenum. Hallo. Hallo. Ja, meine Frage ist nochmal ganz praktisch. Also ich bin ja sozusagen nur Privatnutzer von Pad. Und eines, was mir sehr schwer fällt, ist, über das Pad längere Texte einzugeben. Nun arbeitet ihr ja, sage ich mal, überwiegend jetzt ohne Papier. Und ich hätte das Ganze noch ganz gut verstanden, wenn es darum geht, dass man also dort sein ganzes Material, seine ganzen Medien zur Verfügung hat. Aber ihr gebt ja auch über das Pad Texte ein. Und das empfinde ich jetzt so bei meinem Nachdenken momentan als eine relativ starke Redundanz, weil das ja eigentlich. Oh, jetzt hängt der Ton. Hallo? Hallo? Geht der Ton wieder?
Ja, aber ich habe den Abschluss nicht mehr mitbekommen. Er war dann plötzlich mit das Bild stehen und... starke Redundanz, weil die Texteingabe nicht so einfach geht, war die Frage. Ja, okay. Genau. Also, natürlich kann man auf dem iPad nicht tippen wie auf einer Tastatur. Ich glaube, das ist unstreitig. Ich denke mal, ein bisschen überspitzt formuliert, ein Fünftklässler schreibt sowieso jetzt keine großen Texte. Der ist eigentlich... ganz froh, wenn er nicht so schnell tippen muss, dann kann er noch in Ruhe nochmal drüber nachdenken. Wenn man jetzt natürlich einen langen Text eingeben will, dann geht es nicht wirklich gut. Also ich mittlerweile komme damit ganz gut klar. Ich kann aber keine Schreibmaschine schreiben. Ich bin fast genauso schnell wie auf der Tastatur. Ja, es ist halt so ein Zwischending. Ich meine, ein iPad ersetzt keinen Laptop. Das ist, soll es ja auch gar nicht. Also wenn man jetzt wirklich nur Texte schreiben wollte, dann wäre das das falsche Gerät. Aber für diese Mischanwendung ist es perfekt, finde ich. Und da kann man das auch hinnehmen, dass man jetzt nicht mehr schnell tippen kann. Ja, manchmal ein WhatsApp-Schüler, aber das hält sich eigentlich im Rahmen. Und ansonsten, wenn man jetzt wirklich sagt, es geht gar nicht, dann müsste man einfach vielleicht irgendwie noch 10 Tastaturen dazu holen, das kann man ja machen. Und dann könnte man die über Bluetooth oder einfach, es gibt ja auch so Tastaturen, wo man die Pads dann reinstecken kann, könnte man das dann den Schülern geben. Wenn jetzt einer sagt, ich mache eh nur ein Interview mit dem Dingen oder ich programmiere ein bisschen kleine Musik oder ich filme, ist klar, da braucht man keinen Text. Und die Schüler, die jetzt sagen, ich schreibe hier einen längeren Wiki-Eintrag, die kriegen dann eine Tastatur. Das wäre vielleicht ein ganz guter Kompromiss dann. Ja. Dann stelle ich mal noch kurz eine Frage. Ihr seid ja schon seit über einem Jahr mit den ganzen Pads zugange. Und viele, die sich jetzt begeistert das anschauen, fragen sich, wie kriege ich denn das durch in meiner Schulkonferenz? Wie kriege ich es denn überhaupt finanziert? Mache ich mich da auf den Weg und so? Wahrscheinlich gibt es keinen Schritt-für-Schritt-Plan, aber was braucht es denn vielleicht so an, entweder an Begeisterung, an Allianzen oder so, um sich überhaupt auf den Weg zu machen, innovativ mit Pads oder wie auch immer an der Schule zu unterrichten? Ich denke mal, also wir hatten es ja noch schwerer, wir waren ja quasi so einer der Ersten. Mittlerweile hat man ja schon mal den Vorteil, man kann sagen, guck mal, hier gibt es eine Schule da, dort und die machen das und dieses und jenes. Das muss man den Kollegen unbedingt schon mal zeigen, da hat man schon mal ein großes Plus. Da muss man einfach ein bisschen suchen, da gibt es bestimmt auch ganz gute Ergebnisse. Man kann vielleicht ein paar Filme nehmen, die wir gemacht haben oder... man kann das Wiki zeigen und andere Schulen haben ja auch ganz tolle Ergebnisse, da bin ich mir ganz sicher. Was man dann machen sollte ist, das haben wir auch so gemacht, ein Hands-on, also wenn man jetzt sagt, man will ein ganz Kollegium davon überzeugen, dann müssen die Geräte auch mal ausprobieren. Das heißt also, man müsste dann vor Ort mit einem Apple-Händler in Kontakt treten und müsste sagen, hör mal zu, wir wollen das mal an unserer Schule installieren, können wir mal für den Tag X 20 oder 30 Leihgeräte haben. Das machen die eigentlich auch. Das dürfte kein Problem sein. Und dann kann man den Kollegen sagen, am Dienstag in, nach der 6. Stunde, 2 Stunden ist der Termin iPad und da könnt ihr das dann einmal testen. Das haben wir auch so gemacht. Und danach haben wir dann einfach über Google Docs, glaube ich, war es, eine Umfrage gemacht, wie sie damit klargekommen sind, ob sie sich vorstellen können, das im Unterricht einzusetzen, welche Klassenstufe und so weiter. Und dann hatten wir eigentlich ein ganz klares Bild. Und mit diesen Aussagen sind wir dann, wir haben die Geräte ja über einen Förderverein finanziert, sind wir dann an einen Förderverein herangetreten, haben gesagt, hier, von 70 Kollegen würden 45 die Geräte einsetzen und in allen Klassenstufen. Und dann hat der Förderverein gesagt, ja, dann, wenn das also so genutzt wird, dann bin ich auch bereit, das zu finanzieren. Ja, und ja, dann, wenn die Geräte da sind, ist natürlich wichtig, dass man dann den Kollegen ein paar Sachen zeigt, was sie damit machen können, damit die dann nicht nur im Schrank rumstehen. Also ich glaube, die Anfangsphase ist dann nochmal kritisch, dass man dann das auch etabliert. Und danach kann man ja dann, das haben wir ja auch gemacht, im Abstand von 2 Monaten so ein Best Practice Day machen, wo man dann einfach mal verschiedene Kollegen kurz 2-3 Minuten zu Wort kommen lässt und die dann sagen können, mit meiner Klasse habe ich das gemacht und jenes und selbes. Und dann kriegt man immer mehr. Also am Anfang waren das ja bei uns nur 10 Kollegen und dann waren es 20 und jetzt sind es
ja, über 40, die mehr oder weniger einsetzen, regelmäßig einsetzen. Okay, wir sind von der Zeit her eigentlich jetzt schon fast am Ende. Ich kann noch mal ins Plenum für eine abschließende Frage geben, wenn die da sein sollte. Da können Sie mir auch per Zuruf und dann kann ich es weitergeben, wenn noch was offen ist an der Stelle. Gut, das scheint nicht der Fall. Dann an dieser Stelle einfach nochmal recht herzlichen Dank an André Spang nach Köln, an alle, die hier sich zugeschaltet haben und in der Session mit dabei waren. Und die Aufzeichnung gibt es dann auch im Anschluss an YouTube. Vielen Dank. Ja, danke euch fürs Zuhören. Tschüss.